Audi wird den neuen Q5 im Herbst 2016 präsentieren. Jetzt ist es Erlkönigjägern gelungen, die zweite Generation des SUV abzuschießen. Der Ingolstädter legt in der Länge um 12 cm zu und soll trotzdem um ca. 100 Kilo abspecken, dank hochfester Stähle und Aluminium. Es stehen sowohl Front- als auch Allradantrieb zur Auswahl. Unter der Haube kommen die bekannten 4- und 6-Zylinder-Aggregate zum Einsatz. Dabei dürfte die stärkste Variante SQ5 mit TDI-Motor an der 330 PS-Marke kratzen. Ein Jahr nach Marktstart soll ein Plug-in-Hybrid die Produktpalette ergänzen. Die Preise für den neuen Q5 werden bei rund 31.000 Euro starten. Produktionsort ist Mexiko.